Das Finale der Rallye Schweden, jetzt hier bei P1 TV. Ja, wir haben uns in den ersten drei Stages schon mal die Gesamtführung geschnappt und jetzt geht's hier gleich weiter im Zweikampf mit Robert Kubica um die Spitze, um den zweiten Saisonsieg hier, der scheinbar in greifbarer Nähe ist, aber gut. Wir müssen natürlich erstmal diese Stages auch zu Ende fahren ohne Fehler. Und Schweden mit seinen Snowbanks, das kann schon tricky werden. Tja, schauen wir mal hier, vorweihnachtliche Stimmung heute. Im tiefen Schnee. Wir sehen hier die gesamte Rallye-Wertung und da haben wir mal lockere 3 Sekunden Vorsprung vor dem guten Robert Kubica. Danach Alkuvari. Kubica auch heute unser direkter Konkurrent in der Rallye. Also da werden wir mal schauen, was das noch so wird. Jetzt auf jeden Fall geht's zu Stage 4. Unser Auto zum Glück noch heil, also wir können hier jetzt wieder richtig gut angreifen. Eine gute Zeit. Nur Özbeck hat sich besser geschlagen als wir. Ich kenne das nächste Special ziemlich gut. Ich glaube, wir werden da ein paar Sekunden gut machen können. Ja, eine relativ lange Stage, 4,2 Kilometer, Remmen, 100% Schnee, so wie wir es aus Schweden kennen hier. Im Märchenwald. Ah, auch schöne Häuser da, ne? Alles zugeschneit. So, ab geht's, würde ich sagen. Unser P1 TV Fiesta ist am Start. So, mal sehen hier, ob wir die Gräben und Schneebänke alle gut überstehen. Na los. Die Rallye bisher ohne großartiges Neustarten und Zurücksetzen. Einmal, glaube ich, habe ich einen Remind gebraucht. Oh, oh, oh. Na, gut gelöst. Leichte Unsauberkeiten, aber an sich einen guten Start hingelegt hier auf Stage 4. Okay, das ist auch eine fiese Ecke gewesen. Da ist in dem Fall Vorsicht die Mutter der Porzellankiste hier. Ah, die gefällt mir ganz gut, die Stage. Die lässt auch wieder ein bisschen Raum für ein paar kleinere Rutscher. Stages 1 und 2, die waren da in der Beziehung wesentlich gemeiner. Oh, 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 oh. Ja, das war wieder so eine Stelle, wo der Subaru schon längst umgekippt wäre. Aber wir halten hier gegen Kubica gerade so die Führung. Oh, da geht's eng auf die Brücke. Noch eine Brücke. Huiuiuiui. Es rutscht und rutscht und rutscht. Man muss doch trotzdem sagen, an sich ist die Rallye Schweden hier Milestone dieses Jahr wirklich sehr gut gelungen. Ist ja auch eine der Stages, die komplett neu gemacht wurde. So, hier geht's auf die Kuppe. Verliert man ein bisschen Grip. Eieieiei. Ah, bis dahin eine sehr saubere Fahrt. Jetzt haben wir vorne uns sogar einen kleinen Radschaden geholt, aber macht nichts. Können wir gleich in den Service Park. Und trotzdem nur 2 Sekunden Vorsprung, obwohl die Stage wirklich sehr, sehr gut läuft, muss man sagen. Tiefer verschneiter Wald, meine Güte. Ja, die Rallye Schweden auf jeden Fall ein Highlight im Rallye-Kalender. Schade, dass sie 2015 raus ist. Aller Voraussicht nach. Aber eventuell wird dann Norwegen übernehmen, wo ja sowieso jedes Jahr ein paar Stages stattfinden. Muss ich mir auf jeden Fall nochmal angucken die nächsten Jahre. Wenn, vielleicht sind wir sogar schon 2014, aber das wird wahrscheinlich eher knapp. Ah! So. Zack. Auch finanziell, weil nächstes Jahr ein paar Investitionen anstehen auf jeden Fall. So. Wir haben auf jeden Fall die Stage nochmal gewonnen. Haben uns jetzt doch schon ein relativ gutes Polster erarbeitet. Jetzt insgesamt 5 Sekunden Vorsprung vor den letzten 2 Stages von Robert Kubica. Da kann man relativ gut durchatmen. Können wir auch ein bisschen weniger Risiko fahren, jetzt die letzten beiden Abschnitte. Ja, auf jeden Fall hier schöne Bilder. Und mit der Sweet FX Mod macht sich das wirklich sehr, sehr schön hier, auch in Schweden.
Ja, ich habe da schon in Monte Carlo gutes Feedback bekommen, zumindest von einem User, der dann schrieb, dass das wirklich super aussieht, dass das Bild auch ein bisschen flüssiger wirkt. Tatsächlich, finde ich auch. Ja, auch hier das Zusammenspiel aus Schatten und Licht wirkt auch irgendwie cooler durch dieses Post-Processing, das da noch mit drin ist in dieser SuiteFX-Mod. Und ich habe da auch keinen Framerate-Nachteil durch, also wirklich eine sehr gelungene Injection-Mod, ja. Lässt sich relativ leicht installieren. Guti. Rallye-Vorsprung jetzt sogar 6 Sekunden, also da können wir doch relativ entspannt sein, würde ich sagen. Ja, da merkt man dann doch schon deutlich die Unterschiede zum Subaru. Natürlich mag der ein oder andere sagen, es ist ein bisschen langweilig geworden, aber ganz ehrlich, wir fahren auch wirklich gut. Wir haben ein gutes Auto und dann soll uns das doch auch gegönnt sein, dass wir jetzt im Vergleich zur letzten Saison hier locker auch mal Siege einfahren können. Das war mit dem Subaru nicht so. Robert Kubica, gegen Ende der Special Stage hatte ich Probleme mit den Bremsen. Ich hätte viel früher bremsen sollen, so habe ich viel Zeit verloren. Und ich bin im Service Park, das heißt, wir müssen auch das Auto reparieren. Da waren nämlich so ein paar Sachen am Auto. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Also, das hat natürlich mächtig gerappelt. Auspuff machen wir mal heil, Turbolader machen wir mal heil, Ladeluftkühler machen wir mal heil, Getriebe machen wir mal heil. Und jetzt haben wir ein Problem. Jetzt haben wir echt ein Problem. Die Federung muss von rechts erstmal kaputt bleiben. Da haben wir uns einen kleinen Einschlag geleistet. Und haben uns da auf jeden Fall einiges im Auto kaputt gemacht jetzt. Das heißt, unsere 5 Sekunden oder 6 Sekunden Vorsprung, die brauchen wir auch dringend, denn... Naja, das Auto ist jetzt lediert für die letzten beiden Stages. Das ist natürlich ärgerlich, ja, das war so ein Einschlag, ich erinnere mich noch dran. Da waren wir vorne rechts, sind wir zu weit in den Graben gekommen. Und da sieht man es auch, es hat vorne rechts auch einiges kaputt gemacht. Karosserie ist verzogen, Rad ist kaputt, Aufhängung ist kaputt gewesen. Naja gut, das Größte ist behoben, wir haben jetzt bloß noch einen leichten Schaden. Vorne rechts, ich denke mal, damit kann man durchaus leben. Naja, 2 Stages haben wir noch, jetzt müsste gleich die Monster Stage kommen, hier Stage 5. Da werde ich wahrscheinlich eher sinnig fahren jetzt. Wir sind gut genug, um diesen dritten Tag an der Spitze der Wertung abzuschließen und Östberg vom Thron zu... Was? Das wird noch abzuwarten bleiben, mein Freund. Ja, nee, Monster Stage ist es gar nicht mal so wirklich. Es sind nur 4,7 Kilometer. Finnskogen. Na, schauen wir mal, ob Robert Kubica seine Drohung wahrmachen kann hier. Die Musik wird schon mal sehr dramatisch. Vielleicht ein Vorbote, dass Kubica jetzt nochmal richtig aufdreht. Ja, da sind wir ganz böse eingeschlagen. Das Auto sieht nicht mehr gut aus da vorne rechts. Zumindest haben wir auf unserer Scheibenseite noch freie Sicht. Da vorne rechts ein leichter Splitter. Gut. Holen wir das Beste raus. So, ein bisschen vorsichtig das Ganze angehen lassen hier. Links 5, du. Das kannst du aber knicken. Ja, ein bisschen sind die Pace uns hier ein bisschen daneben, muss ich sagen. Die Kurvenschärfen sind noch relativ stark. Und jetzt die nächste Brücke. Ja, die Stelle kehrt auf. Fährt sogar eine Eisenbahn da vorne. Habt ihr die gesehen? So, trotz relativ sinnigem Fahren, gerade vielleicht wegen diesem sauberen Fahren, sind wir jetzt sogar wieder 2 Sekunden vorne. Also, Kubica, das ist ja jetzt keine so starke Leistung, die du hier zeigst. Ja, nachdem wir hier so unsere Startschwierigkeiten hatten bei dieser Rallye, entwickelt sie sich langsam zu einer der stärksten Rallyes überhaupt, die wir gefahren sind. Rein vom Vorsprung her, also... Ich meine gut, den Alcovari hatten wir in Monte Carlo auch schon ganz gut im Griff, aber jetzt ist Kubica wieder dabei. Und selbst den stecken wir relativ easy in die Tasche. Guck dir das an. Früher ist die KI auch immer stärker geworden in den letzten Stages. Ich kann mich noch erinnern, dass wir so oft mit dem Subaru... Oh, 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 oh. Zur Hälfte der Rallye weit vorne lagen. Und dann auf den Stages 4, 5, 6 meistens noch kassiert wurden. Jetzt müssen wir aber mal aufpassen hier. Hier kam auch relativ spät die Ansage. Hier scheint es sich jetzt ganz anders zu entwickeln. Die Konkurrenz designiert, nee, resigniert förmlich vor der Macht unseres Fiesta. Es wird langsam ein bisschen größenwahnsinnig, aber ist ja nun mal so. Also wenn wir die nächste Rallye auch noch so souverän gewinnen,
dann könnte man drüber nachdenken, mal die Schwierigkeit auf 9 zu stellen. So, und übrigens, am Samstag, da findet bei uns das ein Racing-Abend statt. Das heißt, wir zocken mit euch. Also der LPN05 ist auch dabei, mit allerhöchster Wahrscheinlichkeit. Tja, die Info dazu findet ihr in den Kommentaren, beziehungsweise in der Videobeschreibung. Jetzt habe ich ein bisschen verquatscht gerade. Auto ein bisschen zerstört. Ah, das ist hier wieder so eine ätzende Stelle, alter Schwede. Die ist zwar noch Stage 1 hier, glaube ich. Alter, ist das eine blöde Kackstelle hier. Trotzdem nur noch 4 Sekunden Vorsprung. Ja, das ist, glaube ich, hier Stage 1 rückwärts. Jetzt weiß ich auch, warum ich da so viel Zeit verloren habe am Anfang, weil das ist ja wirklich hier richtig schwer zu fahren. Ja, da zocken wir auch WRC4 im Multiplayer. Auch Dirt 3. Wie gesagt, Ablaufplan und so weiter und findet ihr dann auf der Facebook-Seite beziehungsweise auf dem Link, der zur Facebook-Seite führt. Ach du Scheiße, Mann. Ich fahre gerade echt ziemlich scheiße, dass wir hier noch die Rallye verschenken. Diese Eistunnel, das fährt sich wirklich... Oh, da ist das Ziel. Jetzt haben wir auf jeden Fall im letzten Split ein bisschen Zeit verloren, das Auto demoliert für die letzte Stage jetzt gleich, aber die ist ja relativ kurz. Ich denke mal, es sollte kein Problem sein. Wir haben trotzdem trotz dieser Horrorfahrt, haben wir hier 5 Sekunden Vorsprung geholt. Das ist natürlich schon ein bisschen, ja, ein bisschen zu leicht gewesen jetzt. Ja, wir haben insgesamt 10 Sekunden Vorsprung bereits. Das ist wirklich die stärkste Rallye, die wir je gefahren sind. Naja, beobachten wir das nochmal auf der nächsten Rallye dann. Ich glaube, dann geht's nach Sardinien, nach Italien. Auf die Insel, aber gut, die warten wir nochmal ab auf jeden Fall. So, wir haben eine gute Zeit geschafft, aber ich fürchte, dass die Vorderreifen komplett hinüber sind. Ich kann mir gar nicht vorstellen, warum dies so ist. Ja, dies ist unglaublich. Jetzt sind wir hier in Torsby, ja, die Power Stage. So, lediertes Auto. Power Stage, naja, gut, pushen wir einfach durch jetzt, holen das letzte aus dem Auto raus. Es qualmt schon so ein bisschen vorne. Naja, schauen wir mal. Erster Gang rein und go. Scheibe gesplittert. So, zunächst mal die Führung ergattert. Sehr schön. Also auf jeden Fall schon eine gewisse Sicherheit haben wir uns schon hier erarbeitet im Laufe der Zeit. Ich weiß ganz genau, wann das Auto wohin gelenkt werden muss. Ja, sagte er und fuhr natürlich in den Graben. Ah, sehr schlechte Sicht hier durch diese gesplitterte Scheibe. Schweden ist sowieso schon so ein bisschen heftig, aber dieser gesplitterten Scheibe irritiert es noch mehr. So, da ist das Ziel. Lief doch ganz ordentlich eigentlich. Na, gucken wir mal. Na, müsste eigentlich locker gereicht haben. Ja, den Rallye-Sieg haben wir sicher und zwar, ja, astronomisch der Vorsprung. Mittlerweile 13 Sekunden, also an dem es nach der ersten Stage ja relativ schlecht aussah. Da hatten wir ja schon 4 Sekunden Rückstand. Haben wir uns hier nach und nach ganz gut reingefunden ins Handling und uns hier doch einen relativ souveränen Sieg geholt. Ja, da kann man doch durchaus zufrieden sein. So. Ja, man kann übrigens auch hier so ein bisschen so Zeitlupenspielchen machen. Gucken wir mal ein bisschen. Ah, zack. Sieht auch relativ schick aus, glaube ich. Das haben wir noch gar nicht großartig gemacht. Suchen wir uns mal irgendeinen Sprung oder so. Was schade ist, wenn man in die Zeitlupe geht, dann kommt das hat wieder. Das ist natürlich relativ nervig, sonst könnte man richtig schöne Slow-Mo-Videos mal machen.
Ich hoffe mal, dass es da vielleicht irgendwann eine Mod gibt, die vielleicht hier, naja, diese Menüdinger ausblendet, wenn man einfach den Zeitlupen-Modus aktiviert. Das ist relativ schade. Sieht eigentlich ganz cool aus, ne? Könnte man echt mal so einen Zeitlupen-Zusammenschnitt mal machen. Ich meine, gut, man kann es natürlich auch mit Vegas so ein bisschen ranzoomen und einfach die Kamera ein bisschen ranholen. Das wäre auch natürlich möglich. Da müssen wir mal gucken, inwiefern das dann möglich ist. So, hier schön in die Kurve reingegangen. Da sieht man schön, wie das Vorderrad natürlich arbeitet. Hier schön in den Scandinavian Flick eingelenkt. Kommt da ganz gut hier. Gut gefangen, die Karre. So muss man es machen. Dann schauen wir mal hier. Ja, schön sieht es schon aus, WRC4. Gerade jetzt auch mit dem Inject FX. Ne, mit dem Sweet FX, muss man ja sagen. Sieht doch ganz nett aus. Kommt hier ein bisschen die. Aber vielleicht mache ich mal aus den Szenen so ein kleines Intro. Oh ja, das ist cool. Zack. Da haut er hier die. Mal zurück hier. Haut er da den Zaun weg. So, machen wir mal. Ja, es muss auch mal sein, so ein bisschen, mal ein bisschen rumspielen mit dem Spiel auch. So, da kommt er gleich. Ja, jetzt hebt er gleich ab. Zack, hier kommt die Kuppe. Schöne Bilder auf jeden Fall. Wow. Voll in den Zaun gelandet. Auch nicht schlecht. Ah, ich glaube, da zauber ich mal was Kleines draus. Das seht ihr dann bestimmt am Anfang der nächsten Folge. Oder schon, ja, in der letzten Folge habt ihr es bestimmt schon gesehen. Das ist so ein kleines Intro, was ich da mal mache. Für die Rallye Schweden. Vielleicht mache ich sowas jetzt in jeder Folge. Oder für jede Folge. Müssen wir mal gucken. Ich bin gespannt auf euer Feedback. So. Och, da kommt er wieder wunderbar hier. Er sieht doch echt nice aus. Also, schade, dass hier dieses HUD ständig dazwischen funkt, ja, wenn man, sobald man da drauf drückt. Ja, kann man auch durchaus zufrieden sein, würde ich sagen. Rallye gewonnen, ein paar schöne Szenen aufgezeichnet hier. Ja, 13,4 Sekunden, also da kann man echt. So, Weltmeisterschaft sieht auch schon mal super aus. Also, schon mal 17, satte 17 Punkte Vorsprung vor dem guten Alcovari. Ja, Kubica weit abgeschlagen im Moment noch. Das war Rallye 2 von 17, also das ist echt gut. So, was kommt jetzt? Natürlich das Ziel. So, was hat Kubica zu dieser Schmach zu sagen hier? Gegen Ende haben wir den Rhythmus verlangsamt. Özbeck schien schon viel zu weit vorne zu liegen. Wir wollten keine unnötigen Risiken eingehen. Ja, na klar. So, schauen wir mal hier. Siegerehrung. Ja, diesmal keine drei Fiestas. Diesmal wieder der Citroën DS3 dabei. Das sehen wir. Das sehen wir, würde ich sagen. Platz 1, super gemacht. Jawohl. So. So, mal kurz gucken, die nächste Rallye. Ich glaube, das müsste Italien sein. Schweden, Doppelsieg für Östberg, zweimal in Folge. Ja, erhebt Anspruch auf den Weltmeistertitel, ganz klar. Just Heat Racing, wir sind glücklich, weil diese zwei Siege eine große Konstanz in Sachen Leistung und Können belegen. Ja, Dankeschön. Mit herausragenden Zeiten fuhr er Kubica. Führt er an der Nase durch den Ring. Achso, die sich mit den anderen Plätzchen auf dem. So, WRC3, gucken wir mal. Chardonnay hat gewonnen, jawohl. Das ist übrigens das Auto, das auch der LP05 in seinem WRC4-Display fährt. Könnt ihr auch mal reinschauen. Der ist noch in der WRC3 unterwegs. Also die Saison, die ich gar nicht gefahren bin. Auch ein paar andere Schauplätze dabei. Mexiko zum Beispiel. Also durchaus mal reinschauen. In der WRC hat Loeb mal wieder gewonnen. Also Latvala und Ogier mal wieder Platz 2 und 3. Genau das gleiche wie auch schon Monte Carlo. Machen wir mal weiter. Und in der nächsten Rallye erwarten uns die Olivenhaine von Sardinien. Wie schon eben von mir gesagt und vermutet. Und das war eine richtig schöne Rallye, da freue ich mich schon drauf. In diesem Sinne, Leute, bis dann, schalte ich wieder ein. Bis dann, ciao!